Aufgeregt, Manuel. Ich auch. Ich glaube, wir sind jetzt live auf YouTube. Hallo Leute. <laughs> Hi. Ja, komisch, oder? Ich podcaste sonst gerne ohne Kamera, aber ja, ist auch viel bequemer, weil dann muss man sich nicht anziehen, also keine Klamo also sich nicht schick machen, ne? Ja. Muss nicht duschen, kann einfach aus dem Bett aufstehen. Wie aber wir das was normalerweise tun wir nicht machen. nach 100 Episoden? Wir haben uns heute richtig vorbereitet für euch, liebe Zuschauer. Ihr seht jetzt zum ersten Mal, ähm, wie das hier aussieht bei uns. Es ist Episode Nummer 100. Manuel, wie sieht es denn bei dir aus? Ist das der normale Ort, an dem du sonst podcastest? Nein, normalerweise podcaste ich in meinem Schrank, weil ich da einen guten, trockenen Ton habe. Und heute bin ich im Wohnzimmer, was noch etwas kahl ist. Deswegen klinge ich heute vielleicht ein wenig äh, schalliger. <laughs> Echo, Echo Echo, genau. Echo, Echo. Und du? Ja, ich bin an meinem normalen Schreibtisch, aber normalerweise steht der so. Ähm, mit ja. Und im Hintergrund ist dann das Fenster. Das heißt, man sieht mich nicht so gut. Ich habe jetzt heute extra Licht reingemacht. Ne? Hier haben ja. wir so schön Licht aufgestellt. Ja. Und ich habe meinen Kleiderschrank in den Hintergrund gemacht, damit ich kein Licht im Hintergrund habe. Very nice, very nice. Wir sind hier voll YouTube. Plus Podcast. Profi. Was feiern wir denn heute, Manuel? Ja, Episode 100, obwohl ähm, wir eigentlich schon viel mehr Episoden gemacht haben. Und das ist auch eine gute Überleitung, denn ich habe, ich weiß, du magst gerne Quizze und ja. ich habe ein kleines Quiz vorbereitet für dich, Kari. Das finde ich toll. <laughs> wir müssen aber erstmal äh, die Leute begrüßen. Wir haben einige Leute, die schon zuschauen. Ich weiß nicht genau, wie viele. Aber es gucken jetzt über tausend Leute zu. Oh, der Chat oh. ist am Durchdrehen. Hallo Leute, ich wollte euch gerade fragen, woher ihr kommt, ähm, ja. aber so schnell kann ich gar nicht lesen, wie ihr schreibt. Hallo aus Georgien, Indonesien, Houston, USA. Tolles Mikrofon. Hallo aus Trier. <laughs> Soy de Nicaragua. Hola, Hallo aus Vietnam. Wow, aus der ganzen Welt gucken uns Leute zu. Sogar mitten in der Nacht, ja, schätze ich. In Vietnam ist es doch jetzt irgendwie 1 Uhr oder so, ne? Ja. Ja, das ist toll. Ähm, Kari, apropos Zahlen. Hier kommt das Quiz. Oh ja. Ich weiß nicht, wie gut warst du früher in Mathe in der Schule? Sehr gut. Manuel. Sehr gut. Okay, das ja. wollen wir jetzt mal testen. Also das hier ist unsere Episode 100, aber streng genommen haben wir schon ähm, ja, 119 Episoden gemacht. Ich glaube, das ist jetzt hier schon quasi eigentlich Episode 120, denn wir haben ja zwischendurch äh, diese Zwischendinger gemacht, diese kurzen Zwischendurch-Episoden bevor wir dann auf dreimal die Woche gewechselt sind. Und mit dieser ganzen Information darfst du jetzt mal schätzen, wie viel Material, also wenn jemand heute anfangen würde bei Episode 1 und durchhören würde bis Episode 99 mit allen Episoden dazwischen inklusive Zwischendinger, wie viele Stunden und Minuten äh, müsste sie hören? Das ist ganz schön aufregend. Also am Anfang haben wir ungefähr eine Stunde gepostet. Also ich schätze mal, die ersten 50 waren so eine Stunde. Dann haben wir schon mal 50 Stunden. Dann haben wir noch die Zwischendinger und die anderen Sachen. Wenn das dann noch mal 70 sind, mal 30, sind das ungefähr 35 Stunden. Also sagen wir mal 90 Stunden Material. Nicht schlecht. Äh, 76 Stunden und 48 Minuten. Das sind knapp über drei Tage. Wow. Ja. <laughs> da applaudiere ich mir nochmal selber. Dann haben wir ja irgendwann angefangen, noch so eine Aftershow zu machen, ja. wo wir ab und zu noch so einen Bonus am Ende posten für die Mitglieder. Was meinst du, wie viel ist das mittlerweile? Da hast du ja immer alles reingeschnitten. Ne? Ich habe die ja. am Anfang, ähm, ich mittlerweile höre ich die Aftershow immer und ich habe sogar gemerkt, unsere Patrons, also unsere Mitglieder, hören die auch immer bis zum Ende. Ja. Das ist schon manchmal zehn Minuten. 15 ja. Minuten auch manchmal, manchmal besprechen wir unsere Termine. <laughs> und dann haben wir schon ein paar Mal so einen Test gemacht, um zu gucken, ob die Leute noch zuhören, während wir unsere Termine besprechen. Und haben sie tatsächlich. Ja. Sagen wir mal, sagen wir mal ungefähr pro Episode 5 mal 120. Wir haben aber viel später erst angefangen damit, nicht seit Ach Episode so, okay. 1. Ja. ja, dann sagen wir mal zehn Stunden. Auch sehr gut geschätzt. Acht Stunden mittlerweile. Wow. Und äh, jetzt kommt meine letzte Frage. Ja? Denn wir haben zu allen Episoden ein Transkript. Und was schätzt du, wie viele Wörter sind das insgesamt mittlerweile? Das habe ich nicht ganz genau ausgerechnet, aber ungefähr. Du kannst es auch ausdrücken in Büchern oder in äh, einem bekannten Buch. Ähm, boah, schwierig, ne? Also ist es mehr als ein Buch? <laughs> ja. Vielleicht... Ähm, ähm, oh, das ist jetzt schwierig, Manuel. Ich lese doch gar keine Bücher. Okay, ich sage mal eine... Z also soll ich mal sagen... Sag mal äh, eine Wörterzahl. Wörterzahl. Also wie viele Wörter sprechen wir denn pro Minute? Sagen wir mal, pro Minute sprechen wir schon mal äh, 40 Wörter. Mal... <laughs> 60 sind 2400 mal 75 Stunden. Ich muss das mal kurz ausrechnen. Sag mal aus dem Bauch her. 75 <laughs> mal 2400. Das wäre 180.000 Wörter. Also es sind äh, deutlich mehr. Es ist ungefähr eine halbe Million Wörter oder ungefähr was? so viel wie die gesamte Herr der Ringe-Reihe ohne Mann, der Hauptsache. Das wollte ich sagen. Ich wollte sagen, <laughs> ist das schon so viel wie die Herr der Ringe-Reihe? Ja, fast. Manuel, ey, was mich wundert ist, dass Janisch noch gar nicht vorbeigekommen ist. Wenn es was zu ja. feiern gibt, ist er immer dabei. Was hast du denn zum Feiern mitgebracht heute? Äh, Wasser. Ich habe eine Flasche Sekt. Ah. Die ist noch äh, von meinen Eltern, die waren zu Besuch im Eisfach. Haben wir nicht geschafft. Und ich dachte, ich mache die mal auf heute zur Feier des Tages. Was das sagst ist du? ja genial. Damit habe ich nicht gerechnet. Janusz! Gibt's, es gibt ja was zu feiern. Und hast du denn was mitgebracht? Vielleicht Luftschlangen? Nee, nix. Tut mir leid. Gar nichts. Eine Soundmaschine. Oh, guck mal, wer <laughs> da Hallo. dabei ist. Wie, Janusz, du bist schon am Feiern? Nein, am um, Vorfeiern, glaube ich. Ja, auf ja. 100 Episoden, Manuel. Auf 100 Episoden, Prost. Erleben wir jetzt ein großes Desaster. Wird jetzt gleich das Schlafzimmer voller Ach. Schaum? Nein. Gott sei Dank nicht. Wir haben es geschafft. Nice. Janusz, wir beide stoßen jetzt an. Manuel, das ist für Hätte dich. Hätte ich das Ja, Prost, ich stoße mit Wasser an. Ich weiß, das, das trinkt, macht man nicht in Deutschland, aber … das ist alles in Ordnung. Das trinkt Janusz für dich sozusagen. Also Janusz trinkt so, als wärst du jetzt hier und das bist jetzt du quasi, Janusz. Auf, Prost. Auf den Podcast und auf dich, Manuel, denn du hast dieses Projekt ja gestartet. Oh, auf, auf uns alle und auf alle, die zuhören und zuschauen. Janusz, man sieht dich gar nicht. Wie geht's dir denn heute nach 100, 100 Jahren Podcast? Ja, ich glaube, ich bin einer der größten Fans. Janus <laughs> hört tatsächlich alle Podcasts. Ja, und zwar manche zweimal sogar. Ja. Und dann freut er sich immer. Und das manchmal ist, lacht er dann laut im Nebenraum. Das ist ja. klar. Und ich ja. mag es auch sehr, anderen Menschen zu erzählen, wie toll ihr seid. <laughs> so sehe, dass Manuel irgendwann sauer geworden ist. Ja. Wir haben seine Freunde getroffen und ich habe da angefangen zu erzählen, wie toll ihr seid. Das und ist auch ein er, bisschen peinlich. So, Papa, hör jetzt auf, Sachen zu verkaufen. Jetzt <laughs> ist er ist aber gut. Ja. <laughs> ja. ja, ja das haben wir das ist eigentlich auch eine gute Überleitung, denn wir haben uns überlegt, wir wollen ja, heute mal... Ähm, du eben etwas ähm, spannenderes über. Ja, wir haben jetzt schon ja. einiges vorbereitet. Wir, Bis genau. gleich. Also es ist wirklich eine gute Überleitung, denn wir wollten ja zumindest mal kurz darüber sprechen, warum wir das ähm, hier überhaupt machen, oder? Mm -hmm. Das ist okay. gut. Gutes Thema. Das ist unser Thema der, Thema der Woche. Ja, 100 Episoden. Warum machen wir das überhaupt? Kari, du darfst anfangen. Ich? Ja. Okay, ich sagte dir ganz ehrlich. Ähm, also am Anfang habe ich das ja einfach so aus Spaß ausprobiert, du hattest Bock auf das Projekt. Ich hatte gar keine Ahnung, wie das funktioniert mit so einem Podcast, aber ich dachte, reden, das kann ich. Aber ich, ganz ehrlich, meine größte Motivation ist, und das sehe ich ja auch bei YouTube, ist, dass ganz viele Menschen Deutsch lernen, nach Deutschland kommen und dieser Prozess des Lernens und des Neuseins ist ja auch manchmal schwierig, ne? Also, Generell ist es schon schwierig im Leben mit manchen Änderungen klarzukommen. Ich merke das jetzt wieder im Winter. Es wird dunkel draußen, jetzt haben wir noch Corona, dann kommt so eine kleine Wintermüdigkeit, wo man denkt: Ach Mann, jetzt wieder sechs Monate warten. Und dann freue ich mich besonders auf meine Lieblingssendungen, auf meine Podcasts, Fernsehshows. Und das macht mir dann gute Laune. Und so eine. Laune braucht man auch, wenn man in ein neues Land zieht. Man braucht irgendwie Freunde, die einem helfen dabei und ich hoffe, dass wir so ein Freund sind und dass wir Menschen ein bisschen dabei helfen können, die Sprache zu lernen und sich in Deutschland ein bisschen wohler zu fühlen, weil hier ist es ja manchmal kalt und dunkel und manchmal mhm. sind die Leute auch unfreundlich und ich hoffe, dass wir den Leuten einfach ein bisschen bessere Laune machen können. Das ist total schön und das wollte ich eigentlich als letztes sagen, aber da schließe ich mich jetzt einfach an und ich finde das auch so schön, da, weil uns oft Leute schreiben, so hey, ihr kennt mich nicht, aber ich habe euch jetzt so lange zugehört und habe so viel von euch erfahren über diesen Podcast, dass, dass es sich anfühlt, als wärt ihr meine Freunde. Und auch wenn wir den ganzen Leuten natürlich nicht permanent zuhören, fühlt sich das so an, als hätten wir durch diesen Podcast wahnsinnig viele Freunde einfach gewonnen auf der ganzen Welt. Und das klingt vielleicht ein bisschen sentimental, weiß ich nicht, aber das ist für mich auch eine ganz... Große Freude. Ähm, ansonsten hoffe ich, ähm, also beziehungsweise von Anfang an war meine Hoffnung, dass wir es irgendwie schaffen, einen Weg zu finden, wie Leute Deutsch lernen können, entweder ganz aktiv und so selbstmotiviert richtig mit hinsetzen und Transkript lesen und Wörter unterstreichen und äh, also aktives Lernen, aber eben auch so dieses passive. Ich höre einfach zu und ab und zu hole ich mal das Handy aus der Tasche und gucke auf ein Wort oder ab und zu ähm, schlage ich mal was nach, aber ich umgebe mich einfach passiv mit der Sprache. Und das war meine Hoffnung und ich glaube, das äh, funktioniert ja ganz gut. Und das dann eben so zu machen, dass es entertaining genug ist, also irgendwie spannend und unterhaltsam genug dass man auch noch weiterhört, wenn man schon sehr gut Deutsch spricht. Weil das habe ich immer bei mir selbst gemerkt, dass ich so manche Sachen mehr angehört habe zum Sprachenlernen, die ich dann aufgehört habe zu hören, als ich die Sprache schon gut genug konnte. Und das ist meine Hoffnung, dass wir das noch äh, sehr lange Zeit bieten können. Danke, Manuel, für deine Ansprache. <laughs> es gibt von meiner Seite einen Applaus dafür. Hast du sehr schön gesagt. Sehr schön äh, auch. Ja, ich sehe ja. das ähnlich. Ja. Was machen wir jetzt, Manuel? Ich bin ganz ich, aufgeregt. Ja, ich meine, es ist ja jetzt, es wäre jetzt eine, eine gute Gelegenheit, wo wir schon so viele Leute haben, die hier dabei sind, ähm, dass wir einfach mal äh, wieder unser bekanntes Segment machen ja. mit dem schönen Namen. Bist du schon bereit? Ich bin bereit, ja. Eure Fragen. Jetzt wird es tatsächlich etwas schwierig. Wir wollen eure Fragen live hier beantworten. Allerdings ja. ist der Chat so schnell, ähm, dass wir und Easy, Easy ist im Chat und managt äh, den Chat oder versucht auch ein bisschen zu moderieren. Easy soll die Fragen raussuchen, aber es ist so schnell, dass wir kaum was lesen können. Also, wir würden euch gerne jetzt bitten, ähm, schreibt uns Fragen, die wir beantworten können, hier im Chat, aber nicht ganz so viel gleichzeitig. Damit sie noch lesen Sprecht können. euch ab, bitte. Einer Schwierig, nach dem ne? anderen. Schwierig. Aber ja. ja, das. Wir freuen uns auf eure Fragen. Ich habe schon eine Einstiegsfrage und zwar hat die Natalia auf Patreon gepostet. Ja. Und damit wollte ich mal anfangen. Das finde ich nämlich persönlich sehr interessant. Sie schreibt: ja. Seid ihr introvertiert oder extrovertiert? Hm. Du darfst eine anfangen. Sehr gute Frage. Also ich glaube, ich bin schon extrovertiert, weil ich gerne auf Leute zugehe und gerne, weiß ich nicht. Ich bin schon extrovertiert, aber ich habe da so ein bestimmtes Limit. Also ich kann nur eine Zeit lang extrovertiert sein und danach brauche ich ganz viel Zeit für mich selbst. Aber ich glaube, wenn wir jetzt nur in diesen. Wir haben ja witzigerweise gerade viel über Labels gesprochen und Kategorien und. Äh, ich habe auch ein, ein Label benutzt und viel Feedback bekommen, dass das kein gutes Label ist. Mehrere Labels hast du benutzt. Genau. Und äh, deswegen, ja, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ich bin extrovertiert und genieße es, Zeit für mich selbst zu haben. Ja, ich muss sagen, es gibt ja häufig ein Missverständnis zwischen. Ähm, extrovertiert sind Leute, die ähm, gerne viel reden und introvertiert sind Leute, die gerne wenig reden. Und es ist ja aber auch so, dass es darum geht, was dir gut tut. Zum Beispiel, extrovertiert heißt ja auch, dass du Leute um dich herum brauchst, ja. um dich gut zu fühlen. Introvertiert heißt eher, dass hm. du viel Ruhe brauchst, um dich gut zu fühlen. Und äh, bei den gängigen Persönlichkeitstests, die man so machen kann, bin ich tatsächlich in der Mitte. Ich bin 60 Prozent ja. extrovertiert, 40 Prozent introvertiert. Und das heißt bei mir: Ich brauche immer Leute. Jede Woche, wenn ich zum Beispiel sieben Tage keine Mensch, keinen Menschen sehe, dann fühle ich mich, als wäre ich nicht vollständig. So, ich brauche dann den menschlichen Kontakt, um mich gut ja. zu fühlen und auch irgendwie aufzugehen und eine Rolle zu haben. Wenn ich jedoch jeden Abend Menschen sehe, dann habe ich nicht genug Ruhe. Also ich muss tatsächlich, und ich habe mir selber eine Regel gemacht. Meine Regel ist, drei Tage die Woche will ich abends rausgehen oder Leute treffen. Das ist natürlich jetzt mit der Corona-Situation schwierig, aber dann verabrede ich mich zum Beispiel zum Spielen oder zum Telefonieren. Und vier Tage die Woche bin ich zu Hause. Das ist so ja. ungefähr mein Maß. Ja, ja, interessant. Ich glaube, nach dieser Maßgabe bin ich sogar noch ein bisschen weniger extrovertiert als du. Stimmt, du kannst <laughs> Mir gut reicht alleine einmal sein. Pro Woche. Ne? Ja. Cool, dann haben wir einige andere Fragen bekommen. Manuel, möchtest du dir eine erste Frage aussuchen? Äh, sehr gerne. Vielen Dank an Easy, dass du das so ein bisschen sortierst hier. Und ähm, ich, wir fangen mal an mit einer einfachen Frage. Was sind eure Lieblingslieder? Oh, das Ganz wechselt einfach. bei mir äh, sehr oft, aber eins meiner absoluten Lieblingslieder seit einigen Jahren ist Her Mercy von ähm, Glenn Hansert. Oh, ich kann gar nicht ein Lieblingslied so schnell benennen, aber ich kann eine Lieblingsband benennen. Meine absolute Lieblingsband heißt Django Django. Ah ja. Die Kennst sind, du die? Hast ja, du schon? Habe ich dir schon geschickt. Schon öfter bei dir auch gehört. <laughs> und ich war mal mit Easy ja. auf dem Konzert. Liebe Easy, die hört ja zu und äh, liest gerade den Chat. Das war so schön. Und wenn wir das nochmal wiederholen könnten nach der Corona-Pandemie, das wäre mein ja. größter Wunsch. Ja, ja. Okay, ja, dann bist du dran. Genau, meine nächste Frage ist von Adruna. Adruna. Weiß jemand von euch, aus welcher Region Manuels und Kari's deutsche Aussprache kommt? Manuel, deine Aussprache ist sehr genau und sehr deutlich. Woher kommst du? Das kommt von deinem harten Training, dass ich <laughs> deutlich sprechen soll. Ach, schön. Äh, Nein, wir sind beide in Münster in Westfalen geboren. Das ist in Westdeutschland. In, oder man sollte sagen, im Westen von Deutschland in der Nähe von den Niederlanden und da spricht man so wie wir sprechen. Richtig. Also relativ ja. keinen starken Akzent oder keinen starken Dialekt kann man sagen. Ja. Man redet überhaupt in Norddeutschland sehr viel Hochdeutsch. Ja. Was, was ist deine nächste Lieblingsfrage? Ähm, Luis fragt: was ist das schwierigste, wenn wir den Podcast am Podcast produzieren? Also ich würde sagen, das Zeitaufwendigste, wo wir auch mittlerweile ähm, einiges an Hilfe haben, äh, ist das Transkribieren für das Transkript und die Vokabeln aufzubereiten zum Lernen. Äh, und vom, das Pod am Podcasten selbst finde ich am schwierigsten, dass wir uns kurz fassen. <laughs> Weil manchmal könnten wir ewig lange reden. Das stimmt. Das ja. äh, ist manchmal stressig, aber ja. Ja. macht nichts. Äh, Daniel schreibt: Hallo Manuel und Kari, ich habe noch eine Frage, sage ich mal. Sonst du dich gerne nackt wie viele Deutschen. Es wäre interessant, <laughs> über dieses Thema zu reden. Das ist ein interessantes Thema. Die ja. deutsche FKK-Kultur. Ja, Freikörperkultur. Viele Leute denken ja, dass das alle Deutschen so machen. Manuel, warst du schon mal im FKK-Strand? Äh, nicht, dass ich wüsste, nee. Ich bin <laughs> aber generell kein Strandtyp. Also ich halte es immer nur so zwei Stunden aus und ich bin nicht so ein Strandtyp tatsächlich. Oder liegst du manchmal äh, nackt auf dem Balkon? <laughs> auch nicht. ist eine schwierige Frage, aber wenn man es öffentlich im Moment. macht. <laughs> da gab es ja dieses berühmte Bild von dem Typen, der am Teufelsee diese Sau, also die Wild, das Wildschwein verfolgt hat, nackt, weil das ja. Wildschwein seinen Laptop geklaut hat. Ja. Es ist ein deutsches Ding, aber man muss sagen, es ist auch in Deutschland eine eigene Kultur. Also es gibt ja, wie in allen Ländern, gibt es verschiedene Gruppen, verschiedene Kulturen. Und nicht alle Menschen in Deutschland machen das oder sind daran gewöhnt. Und manche Familien äh, sind so aufgewachsen, dass sie immer nackt am Strand sind. Und andere Familien sind so aufgewachsen, dass sie immer Kleidung tragen. Und für mich ist es zum Beispiel so, dass ich nie irgendwo nackt war. Und deswegen finde ich das auch. Komisch, aber ich weiß, dass es das gibt und ich weiß, dass das viele Leute toll finden. Ja. Ja. Und es ist ein interessantes Phänomen. Ja, ja spannend. Ähm, du hast die Frage übrigens nicht beantwortet, Kari. Das finde ja, ich nee, nicht ich, in Ordnung. Ich, doch, ich habe doch gesagt, ich mache das auch nie. Ach so. das noch, in okay. unserer Familie wurde das nicht gemacht. Ja. Okay, gut, ja. Hm. Äh, als du ein Kind warst, fragt dran, wenn ich das richtig sehe, was wolltet ihr beruflich machen, als ihr Kinder wart? Spannend. Ich habe ja. hab noch eine Liste von damals. Ja. Du auch? Habe oh. ich irgendwann wiedergefunden? Also, ich weiß, dass ich zur Grundschullehrerin mal gesagt habe, dass ich gerne arbeitslos sein möchte. <lacht> <lacht> ich glaube, ich war damals nicht so motiviert. Äh, ich ja. weiß aber, dass äh, ich früh angefangen habe, äh, auch durch Janusz äh, Videos zu machen. Und äh, meine Mutter hat auch sehr früh eine Videokamera gehabt. Damit habe ich viel gefilmt. Also, eigentlich habe ich schon sehr lange Medien gemacht. Interessant, das war tatsächlich nicht mein Wunsch. Also ganz früher als Kind hatte ich aufgeschrieben, glaube ich, Pilotin. Ah, ja. Wollte äh, ich auch mal machen, ging aber nicht wegen Rot-Grün-Schwäche. Pilotin und formel 1 fahrerin Also auf jeden Fall was mit Action, wo ich am Steuer sitze. <laughs> ja. Aber guck mal, ich, Tran hat noch geschrieben, was wäre, wenn ihr keine Videos produzieren würdet? Hm. Dann nur noch Podcast. Sieben <laughs> Tage die Woche. Schön. Ja. Äh, Matt hat geschrieben, das finde ich sehr interessant, was ist für euch der schwierigste englische Akzent zum Verstehen? Ich komme oh. aus den USA und bin neugierig, was die Deutschen darüber denken. Welche Akzente kannst du nicht gut verstehen? Na, Britisch, also. Australisch? Dann gibt es noch ganz, ja, dann gibt es noch, in den USA gibt es ganz viele verschiedene Akzente. Ich würde mal so sagen, so schottisch und so, ne? Stimmt. Oder vielleicht auch, ich war mal in der Karibik, so auf, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Du warst Islam in der Ufer, Karibik? Das, ja, als ich in Mexiko da trinke gelebt habe. einen Schluck. Und äh, dort wird das zum Teil Englisch gesprochen mit einem Akzent, der sehr, sehr schwierig ist zu verstehen. Das ist dann ja teilweise schon eine … Kreolsprache, wenn das aus dem Englischen mhm. entstanden ist, aber auch andere Wörter aus anderen Sprachen hat. Mhm. Ja, ich finde, glaube ich, auch Schottisch, Schottisch und Irisch am schwierigsten. Ja. Ich weiß, dass ich mal mit jemandem aus Kansas City in einem Hostel war und dass ich da sehr schwer, dass ich das sehr schwer fand, den zu verstehen. Ich glaube, mhm. sonst in den USA verstehe ich, ich verstehe Amerikaner generell besser als Briten, muss ja. ich sagen. Ja. Und Australier, habe ich letztens zum ersten Mal gemerkt, hören sich für mich auch an wie Briten. Ich habe ja. nämlich eine Serie geguckt auf Netflix und erst nach zwei Staffeln gemerkt, dass die gar nicht in Großbritannien, sondern in Australien spielt. Muss aufs Maid achten. Kari, <laughs> 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 äh, Raphael möchte gerne ein Bewerbungsinterview mit uns machen scheinbar und fragt, wo seht ihr euch in fünf Jahren? <laughs> Ja, Manuel, da ja. Du darfst du mal anfangen. An der Spitze der YouTube-Charts. <laughs> <laughs> und der deutschen Podcast-Charts. Genau. Nee, keine Ahnung. Also ähm, ich bin totaler Fan von äh, Short-Term-Goals, so kurzfristige Ziele, wo man dann sich voll drauf fokussiert und immer so ein Jahr vielleicht in die Zukunft gucken und ansonsten einfach vertrauen, dass das schon alles funktionieren wird. Ich habe wirklich kein Ziel so in fünf Jahren wo ich gerne sein möchte. Muss ich sagen, habe ich auch nicht so direkt. Also ich möchte gerne, dass sich unser Projekt entwickelt. Ich würde mich freuen, wenn es Easy Languages in allen Sprachen gäbe, mhm. wenn wir auch äh, so seltene Sprachen oder kleinere Sprachen vielleicht produzieren würden. Das würde mich auch freuen, wenn wir einfach mehr Partner hätten. Aber ich habe jetzt keinen. Ziel. Ich möchte auf jeden Fall für mich selber persönlich, möchte ich, dass ich mich weiterentwickelt habe, dass ich gelernt habe. Wenn ich zurückgucke, dass ich se sehe, ich bin nicht mehr die Kari von vor fünf Jahren. Aber ja. ich glaube, das wird schon passieren. Ja. Wichtige Frage von Hirsch in the Woods. Habt ihr auch im echten Leben immer so gute Laune? Wie macht ihr das? Also ich muss wirklich sagen, Kari, das bewundere ich auch an dir. Das finde ich ist auch eine gewisse Professionalität, dass du sagen kannst. Jetzt sind wir auf Sendung und jetzt bin ich auch gut drauf. Also ich weiß, wir hatten so ein paar Momente zum Beispiel am Anfang des Podcasts, wo wir mal eine Stunde aufgenommen haben und dann gab es ein technisches Problem und dann war die Stunde einfach weg und dann war die Stimmung erstmal so ziemlich down und dann hast du gesagt, so <laughs> genau. Und dann hast du gesagt, äh, wir machen uns jetzt aber gute Laune und wir starten jetzt noch mal durch. Ähm, hast du das nicht gesagt? <laughs> ich meine, du, du wärst das gewesen, aber jedenfalls, ähm, nee, also ich, also ich persönlich habe auch schlechte Tage. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Warte ja. mal kurz, Manu. <laughs> okay, was diejenigen, die nicht auf YouTube schauen, sondern das später im, äh, im Podcast-Feed hören jetzt nicht gesehen haben, ist, dass Kari Pantomime macht. Richtig, ich bin ja. eine Pantomime-Meisterin. <laughs> Ja, ich habe äh, nicht immer so gute Laune, muss ich sagen. Heute hatte ich auch mal schlechte Laune. Wer heute das, sogar? Ja, heute hatte ja. ich schon schlechte Laune. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich das immer ändern muss. Also wenn ich irgendwo schlechte Laune sehe bei anderen Menschen oder bei mir, ich kann das so nicht so lange aushalten. Ich will dann gerne, ähm, ja, will ja. dann gerne weitermachen, will gerne darüber reden, bis wir das Problem gelöst haben. Und gute Laune ist für mich, das gehört zum Programm und das ist auch für mich der Sinn, dieser Show. Ja, ja. Oh, die Frage interessiert mich, Manuel. Ja. Lucy schreibt, Manuel, hat wer wird Millionär dich als Person verändert? Oh, das weiß ich nicht, das müsstest du ja sagen. Habe ich mich verändert seit wer wird Millionär? Ich glaube nicht. Nee, du hast jetzt bisher nicht so viele Sachen. Nee, du hast mit deinem Reichtum nicht um dich geschmissen und das also gezeigt. Nicht. Ich habe mir einen Fernseher gekauft, das ist mein erster. Fernseher in meinem Leben, das ist schon ein und großer eine Couch. Sch und ja gut, eine Couch äh, auch. Ja. Nee, ach, ich weiß, ich hoffe nicht. Also ich, wenn, wenn Geld einen sehr verändert, ähm, dann ist es ja schade meistens. Also ich hoffe, dass, dass dieser Gewinn mich nicht verändert hat. Nee, kann ich auch nicht bestätigen. Ah. Äh, mein Vorschlag wäre, wir beantworten noch zwei Fragen. Ja. Und äh, … Dann, oh, dann wird es jetzt aber schwierig. Ähm, oder willst du noch mehr machen? Lass uns noch, ja, wir gucken mal. Vielleicht noch eine, eine Lightning Round. Uh. Äh, und notfalls schneiden wir später ein bisschen für die, die nicht live dabei sind. Das ist dann. Ja. Dann haben wir noch hier Alhamsa schreibt. Warum macht ihr den Podcast nicht auf Englisch? Easy sagt dazu im Hintergrund: Es gibt bald auch den Podcast in anderen Sprachen, zum Beispiel bei Easy English, wenn ihr Englisch lernen wollt. Geht mal zu Easy English bei YouTube und hoffentlich bald auch als Podcast. Mm -hmm. Da freue ich mich schon drauf. Äh, eventuell auch von anderen Sprachen. Kari, äh, welche Eigenschaft hättest du gerne? Fragt... Das ist schwierig. Das geht oh, so schnell. Ich, der ruft gerade einen Freund an. Solcher. <laughs> ja, geht ran, klar. Ist wie immer hier. <laughs> ähm, was ist schwierig? Das ist ja sehr persönlich, ne? ja. welche Eigenschaft. Oder soll ich bei was irgendwas... Hm. Also ich wäre natürlich gerne ähm, manchmal noch ein äh, bisschen unemotionaler. Ich bin, hm. nehme ich Sachen sehr emotional auf. Und äh, ich möchte gerne noch besser sein so im, im Vermitteln. Das ist, da ist es immer gut, wenn man unemotional ist. Äh, ansonsten wäre natürlich auch cool eine Eigenschaft so wie in die Zukunft gucken. <laughs> wäre hilfreich, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich merke auch gerade, dass wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ich ja. Ne? Im Déjà-vu jetzt gerade, ja. Ich weiß allerdings <laughs> nicht mehr, was ich damals gesagt habe, aber ich würde auch nicht gerne weniger emotional sein, aber äh, die, die Eigenschaft entwickeln oder die Fähigkeit entwickeln. Meine Emotionen noch besser von außen zu beobachten. Also zu merken, oh, jetzt bin ich gerade traurig oder glücklich oder genervt oder was auch immer. Aber da oh, arbeite ich gut. auch schon dran. Ja. Ja. Äh, wie macht äh, man das mit Meditation? Ja, zum Beispiel. Das ist ein, ein, eins der Ziele. Eine, ein, eins der Ziele von Meditation. Lecker. Kari, äh, würdest du dich als äh, ordentlich oder unordentlich bezeichnen? fragt Braden. Sehr ordentlich, e also eher ordentlich, muss, ja. muss man sagen. Aber jetzt in der Wohnung merke ich doch schon in der neuen Wohnung, ich bin eher ordentlich. Janisch ist eher das Gegenteil. Du bist auch eher ordentlich, würde ja. ich mal so einfach von dir behaupten. Sehr ordentlich Definitiv. sogar. Mhm. Und ich finde, das ist immer ein sehr interessanter Kulturclash, wenn Janusz dann, also jetzt zum Beispiel letztens mal Umzug, ne? als wir den Keller ausmisten mussten ein schöner Satz, den Keller ausmisten mussten. Also wir wollten die alten Sachen wegschmeißen, aber Janisch mag es, alles zu sammeln und ich mag es einfach, dass alles, dass es nicht so viel gibt und alles gut geordnet ist. Ja, geht mir genauso. Ich mag es gerne ordentlich und sauber. <laughs> das ist eine ähm, lange Frage, die ja. haben wir aber schon mal gesprochen, ne? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen mit dem Podcast? wir, das haben wir wahrscheinlich ganz am Anfang mal besprochen müsste den Podcast nochmal von vorne hören. Ich weiß Gab es ehrlich da keinen gesagt. keinen Aha-Moment, wo du nee. dachtest, du standest ja. im Dschungel irgendwie in Costa Rica und dachtest, das ist es? Ich glaube, ich höre schon seit so vielen Jahren Podcasts, dass ich irgendwann immer dachte, oh, ich möchte mitmachen. Und dann bei Easy German dachte ich einfach irgendwie, das, das könnte doch. Hilfreich sein. Es gab nicht so einen Moment, aber ich weiß, dass ich lange darüber geredet habe, bis wir es dann endlich gemacht haben. Ja. Ja. Savas fragt: Was ist unsere Lieblingsepisode vom Podcast? Hast du eine? Ähm, ich hatte immer eine, aber jetzt habe ich es vergessen. Na, wenn man nicht direkt drauf kommt, ist das schwierig, ne? Janusz sagt immer: Die Episode mit der Soundmaschine ist die beste. Deswegen habe ich die heute ja. noch mal mitgebracht. Ja. Weil, ja. ja, weil sie auch nicht ja. … Ich eine? weiß gar nicht, ob ich so … Ich glaube, ich habe manchmal so Episoden, wo ich denke so, mh, die, die ist irgendwie nicht so gut geworden. Aber ganz oft denke ich so, ah, das die, das, die war rund, die Episode. Da, da haben wir es geschafft, eine gute Balance zu finden zwischen, ähm, weiß ich nicht, es hat Spaß gemacht, wir waren gut drauf und wir haben trotzdem auch irgendetwas vermittelt oder, oder über irgendein Thema gesprochen. Hm, es muss eine ja. gute Mischung sein aus Fun ja. … Fun und Lernen ja. und auch ernste Themen. Wir haben ja manchmal immer eine gute Mischung aus äh, ernsten Themen. Manchmal haben wir zu viel ernstig, ernste Themen, manchmal zu viel. Nee, zu viel Fun kann es nicht geben. Nee. Apropos Fun, sollen wir Janusz noch mal zum Ende einladen für das Auf große Finale? Fall. Ja. Janusz, falls du uns gerade zuhörst, hier live bei YouTube, komm mal vorbei. Hier steht die Tür offen für dich. Wir freuen uns, wenn du wieder auftauchst. Ist jetzt ich auch suchen. ein Test. Um zu hören, ob er ob überhaupt Janusz... noch zuhört. Ja. <laughs> ob Janusz ich, da ist. Ich suche mal eine gute Frage für ihn. Ja. Ähm, also hier geht es auf jeden Fall ums Gitarrespielen. Das wird Janusz interessieren. Ja, sind gar nicht mehr so viele Fragen, die wir haben. Oh, aber im Live-Chat, da geht es rund. Rundikowski, viele Fragen hier dabei. Hm. Oh ja. Das kann das man gar, gar nicht so schnell. Ab. Ja. Oh. Ja, ich glaube, er oh, hat willst. abgeschaltet. Janusz? Ich rufe mal rüber, warte. Ich beantworte ja! währenddessen noch eine Frage. Ähm, hier fragt jemand, dass ich mal gesagt habe, dass ich Minimalist bin und das erklären soll. Ich glaube, das ist wirklich eine gute Frage, weil ich glaube nämlich mittlerweile bin ich vielleicht nicht mehr so minimalistisch wie früher, als ich nur einen Rucksack hatte mit Sachen und damit auf Weltreise war, aber ähm, … habe nicht abgeschaltet. Äh, ja, jedenfalls ähm, finde ich es minimalistisch, wenn man nur die Sachen hat, die einem wirklich Freude bringen oder die man wirklich haben … Will. Das ist schwer zu erklären, aber es heißt nicht, dass man nicht auch mehr haben kann als das, was man zum Überleben braucht, aber eben nicht äh, Dinge anhäufen, wo man sich irgendwann fragt, warum habe ich das eigentlich? Apropos Geld, da kommt jetzt äh, eine Frage, ganz wichtig. Du warst auf Weltreise, was kostet das eigentlich? Oh, da wollte ich schon sehr lange mal einen Blogpost zuschreiben, bin ich nie zu gekommen. Ähm, es kommt sehr darauf an, wie man reist und so weiter. Aber es gibt ein gutes Buch, das heißt uh, How to Travel the World on $50 Dollars or Less per Day. Und das ist ein ganz guter Richtwert. Also man kann relativ komfortabel reisen für 50 Dollar am Tag, wenn man flexibel ist und eine gute Mischung hat aus nicht so teuren Ländern und sehr teuren Ländern. 50 Dollar am Tag, sagst du, das geht mit das Unterkunft? Geht mit allem mit allen Ausgaben die man so hat. Ja. Be inkludiert das dann Zelten oder wie machst du das? Nee, dafür muss man nicht zelten. Ich glaube, da, da kann man schon in einem Bett für schlafen, in vielen Ja, Orten. nicht schlecht. Ja. ja, dann haben wir hier noch eine Frage von Zack. Er möchte wissen, er weiß, dass Janusz gerne Gitarre spielt und äh, aber fragt, ob auch andere von uns ein Instrument spielen und wenn wir eine Easy German Band hätten, wer würde was spielen? Ja, das ist eine gute Frage. Was würdest du denn spielen, Kari? Ich würde gerne, ich kann das aber nicht. Ich würde gerne Schlagzeug spielen. Ist leider schon besetzt von mir. Ach, du willst Schlagzeug spielen? Dann nehme ich die Synthesizer. Dann mache ich die Oh, ja, sehr geil. Sehr geil. Easy, schreib mal rein, was du machen würdest. Ja, Easy, was würdest du spielen? Würdest würde Easy würde vielleicht will sie die Bassgitarre spielen? Das also gut. einer muss ja auch noch singen, ne? Das genau, auch noch wer das singt? Janisch, willst du singen? Nein, absolut nicht. Äh, aber du aber äh, musst singen, weil ich glaube, du bist der beste Sänger von uns allen. Und zwar ohne Vergleich. Man, okay, also, Easy schreibt, sie möchte Ukulele spielen. Das wird eine gute Band. Schlagzeug, <laughs> Jazzgitarre, Ukulele, Synthesizer und kein Sänger. Ja brauchen wir nicht. Wir, wir, wir sind eine Instrumentalband. band. Ja. Janusz, möchtest du zum Abschied noch nochmal etwas zu unseren Zuschauern fragen, äh, sagen? Gerne, du siehst, ja. das ist der Chat mit unseren Antworten. Wir gucken gerade mal hier auf YouTube rein. 1700 Leute gucken zu. Nicht, Was ist deine Nachricht, wenn du jetzt eine, äh, eine Nachricht an die Welt geben kannst? Ähm, Leute, habt <laughs> so viel Spaß im Leben, wie es nur geht. <laughs> ja. Das, ja, das waren Janusz's weise Worte zum Abschied im Podcast hier. Noch weisere Worte gibt es dann demnächst wieder bei Janusz Philosophiert von ihm. Ja, müssen wir mal wieder <laughs> machen, Manuel. Ja. Kari, ich freue mich äh, auf weitere 10.000 Episoden. 100 wäre ja viel zu wenig, die haben wir ja schon in ein paar Wochen. Richtig. Zehntausende ja. machen wir noch. Ja, genau. Wolltest ja. du noch was sagen, vielleicht zum Abschied? Ähm, zum Beispiel, ich weiß gar nicht. wo kommt diese Episode eigentlich als Podcast raus? Ah, ja. wie kommt man an das Transkript? Genau, gute, fr gute Fragen. Also, vielleicht äh, hören uns ja Leute zu, die noch gar nicht den Podcast so regulär abonniert haben. Also, ein Podcast findet man in äh, jeder Podcast-App. <laughs> da könnt ihr euch eine App äh, aussuchen. Und alle Infos gibt es auch auf unserer Webseite easygerman.fm. Und äh, unsere Mitglieder auf Patreon, äh, die bekommen zu jeder Episode ein Transkript und eine Vokabelhilfe, wo man ähm, dann die Wörter mit Übersetzungen sieht und Bonusmaterial. Genau, das wären eigentlich so die wichtigsten Punkte. Und wenn ihr ein Mitglied seid, dann bekommen Manuel und ich tatsächlich eure Nachrichten. Ich zeige das jetzt nicht an aus Datenschutzgründen, aber ich habe gerade und natürlich aus Lichtgründen, wie man sieht. Ja. Ich habe oh. gerade, ich bekomme hier die ganze Zeit Live-Updates aus Patreon, was die Leute schreiben. Ja. Enrique hat zum Beispiel gerade ein, auch eine Frage geschickt auf Patreon und schreibt: Liebe Grüße aus Brasilien, ihr seid super. Ich möchte gerne wissen, was denkt ihr über Manfred May über den Wolken? Ist tatsächlich ein Song, den ich gespielt äh, wie habe. Wie hast du den genannt? Reinhard May heißt er. Ja, Manfred May. <laughs> hat er den es, glaube ich nicht. Über den Wolken ist auf jeden Fall ein äh, bekannter klassischer Song ja. in Deutschland, den ich schon geschrieben habe. Äh, nicht geschrieben, gespielt. Ja. <laughs> ich habe den selber geschrieben mit zehn. <laughs> ja. Den habe ich gespielt, als wir so zehn, zwölf Jahre alt waren. Da hatten wir nämlich eine Band. Easy Anne. Unsere Freundin Nachbarin ja. Anne und ich. Ich weiß nicht, ob sie sich noch erinnert, aber wir haben diesen Song gespielt und es war ziemlich cheesy. Ja. Über den Wolken. Und dann haben die anderen im Hintergrund gesungen. Ei. ei, ei. Ja. ja, Reinhard May ist ein toller Liedermacher, auch über diese, diesen Song hinaus. Haben wir auch letztens schon mal einen empfohlen im Podcast. Oh, schreibt gerade Enrique. Es ist Reinhard. Ha, ha, ha. Guck mal, so schnell geht das. <laughs> so schnell Patron geht das. Ihr werdet direkt, ihr direkt berichtigt von uns. <laughs> Als Patron seid ihr direkt live dabei. Ja. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr ein Mitglied werdet, denn dann macht ihr diesen Podcast tatsächlich auch möglich und bekommt jede Woche, nee, jede Episode, alle drei Tage, alle zwei Tage ein Transkript auch zu der Episode. Genau. Manuel, das hat mich sehr gefreut. Ich finde es toll, wie wir heute … Hier gefeiert haben. Martha ja. schreibt noch: Grüße aus Pankow. Ich wohne um die Ecke von eurem Büro und habe euch beim Vorbeigehen entdeckt. So <laughs> klein ist die Welt, Martha. So klein ist Berlin. Ja, schön. Also, wir hören uns bald wieder im Podcast und ähm, vielleicht bald mal wieder in einem Livestream, obwohl das ganz schön aufregend war. <laughs> das schaffen wir. Ich, wir feiern jetzt weiter, Janisch. Prost! <laughs> Bis bald! Cheers. Ciao. Cheers.